Ja, aber man kann wirklich nicht sagen, dass ich mich nicht an meine Versprechen halte, ne? Es ist manchmal, also es gibt wirklich so Situationen, da könnte ich mir dafür versprechen, so ein bisschen selber auf die Fresse hauen, weil ich einfach weiß, okay, das bedeutet jetzt natürlich erheblich mehr Arbeit. Ey, es kann doch nicht so... Ich fahr grad so dumm. No. Okay. Also der nächste Punkt, ich hab gerafft, was ich machen muss. Ja, ich hab gerafft, was ich machen muss. Oh, ja, warte. Nein, nein. Oh nein! Oh, das war so key. Oh, das war so key. Get up, down for the bass and sound. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren beschissenen Episode Let's Play GTA 5 Online. Ja, Freunde, ich hab's euch versprochen. Und heute ist ein guter Tag dafür. The Little Man und der Aris. Warum sehe ich dich nicht, The Little Man? Wir zocken die Level Russian. Hallo? Hallo? Das ist mystisch. Wo bist du? Ich bin da. Neben dir. Das liegt da hinten rum, warte mal. Das muss man jetzt erstmal gucken. Hä? Dein Charakter schwebt hier so bei mir in der Luft. Kein Scheiß. Hä? Ja, ich bin aber hier vorne und vorne. Ja, aber guck mal. Ich zeig dir das. Warte. Kein Witz jetzt. Hä? Lol. Cool. Was ist das denn? Das ist schon geil. Also Leute, sollte meine Rechnung korrekt sein, ist heute eiskalt der 6. Dezember. Ja, für die Leute, die es feiern, es ist Nikolaus. Und aus ziemlich sicherer Quelle weiß ich, dass die Jungs diese Map heute auch bringen. Ja. Ist eine Solo-Aufnahme bei denen, ist ja auch vollkommen okay. Scheiße, das war zu hoch. Aber wir wollen die auch bringen. Genau. Mal abgesehen davon hatte ich es euch scheiße versprochen. So ein Ding ist das. Ja, bin ich gespannt natürlich, was hierbei rumkommt. Wie bereits erwähnt, im Stream hatte ich die bereits. Mhm. Und GTA hat sich dann irgendwann mal on-stream geschlossen, was ziemlich bitter ist. Oh, ist ja ein bisschen zu hoch. Ich hab noch nicht die Absprungkante raus irgendwie. Ja. Also ich hab's auch noch nicht so richtig, wegen den Wellen. Aha. Oh, fuck, Alter. Fuck it. Ah, ich hab den zweiten Sprung verkackt. Ich brauche nur einen Try, der wirklich schön ist. Das war zu wenig, oder? Ja, ein bisschen zu wenig. Ein bisschen mehr. Ruhig ein bisschen mehr trauen und dann sollte das eigentlich klappen. Mhm. Das war besser. Dafür habe ich dann den zweiten verkackt. Shit, Mann! Okay. Ja, das mit den Wellen hier ist super böse. Ich habe nämlich alleine nur, um zu flexen, wirklich die höchste Wasserqualität drin. Dementsprechend habe ich angeblich auch die höchsten Wellen. Das ist so ein bisschen... ist ein bisschen doof. Ich habe den Downflip verkackt. Bei dem MG. Ja, da komme ich jetzt erst zum allerersten Mal hin. Oh mein Gott. Ja, ich auch. Ich hab nicht geflippt, ich bin einfach sauber über den Vollrad drüber geflogen. Ja, geil. Ja, aber man kann wirklich nicht sagen, dass ich mich nicht an meine Versprechen halte, ne? Es ist manchmal, also es gibt wirklich so Situationen, da könnte ich mir dafür versprechen, so ein bisschen selber auf die Fresse hauen, weil ich einfach weiß, okay, das bedeutet jetzt natürlich erheblich mehr Arbeit. Aber ja gut, was man nicht alles tut, ne? Für die Community, für euch da draußen. Mhm. Oh. So, ich würde mich allerdings besser fühlen, wenn ich jetzt mal den ersten Punkt hätte. Weil eigentlich ist es gar nicht so schwer und ich habe gerade die ganze Zeit im Hinterkopf. Haben es die Jungs zu diesem Zeitpunkt schon? Das ist so das Ding, das sollte ich vielleicht mal ausblenden. Was gar nicht so einfach ist, nein! Ey! Fuck! Fuck, fuck! Also ich hoffe natürlich, dass mit meinem Sound heute alles
Sweetest jetzt ist. Ah, da fliegt schon wieder Kacke. Da komme ich jetzt zum zweiten Mal hin. Ja, hab ihn. Niedrig. Nice. Nein. Nein. Den letzten Flip verkackt. Ah, es ist super easy eigentlich. Oh nee, Alter. Nee. Oh nee. Oh shit, ey. Ja, Rudi, ja. Ich sollte dem Speed ein bisschen mehr vertrauen, selbst wenn mich eine Welle ausbremst. Der Speed trägt mich gefühlt dorthin. Also, der hat so viel Power. Ja. Jetzt habe ich aber hier Hochwasser auf Justice, Mann. Scheiße. Ja. Nikolaus, erzähl was dazu. Ich feier den Scheiß ja nicht, deswegen kann ich da nicht so viel mitreden. Naja, gut, ich feier den Scheiß halt auch nicht mehr. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas zu Nikolaus bekommen habt, was ihr bekommen habt. Genau. Ja, weil normalerweise kriegt man ja zu Nikolaus so ein paar Sachen, zum Beispiel mal eine Mandarine, einen Apfel, irgendwelche Nüsse. Die Zeiten sind doch vorbei. Hä, warum? Es gibt halt doch auch in irgendwie welche Paare, die halten sich trotzdem dran oder irgendwie ein kleines Geschenk oder so. Weiß ich ja nicht. Lazy 5. Ein kleines Geschenk. Ein PC. Alter, ich kämpf aber hier wirklich, ne? Ja, es war zu früh. Hä? Hast du den Punkt schon oder was? Nein. Bei mir stand die ganze Zeit ja, dass ich Zweiter bin, hä? Ja, ich glaube, das ist von der Map her. Ja, ich wollte gerade schon mit dir meckern, warum du nicht moderierst, dass du den Punkt hast. Nee, ich hänge immer noch. Du glaubst gar nicht, wie schwer das ist, mit zwei Sichten zu schneiden, wenn der Gegenpart einfach nichts sagt. Das ist super schwer, weil dann darfst du immer so raten. Könnte da jetzt eventuell was Gutes passieren? Das ist das Schöne an Siege. Da sehe ich ja dann, wenn ich das schneide, ist ja auch mit zwei Sichten, was wir ja immer freitags und sonntags bringen. Da sehe ich ja immer oben rechts, ob irgendwas getötet wurde und so weiter. Und dementsprechend kann ich dann natürlich auf die, für den Moment, auf die interessantere Sicht schalten. Ne? Das ist ganz geil. Ja. Hab schon wieder einen Downfield verkackt. Nee, aber der Dezember bei mir generell ist halt super scheiße, ne? Weil Geburtstag, den ich halt nicht feier, dann Weihnachten, das Fest, was ich absolut verachte. Alleine schon, weil es mir schon ab Mitte August auf den Sack geht. Ja, das ist einfach wirklich so. Ja, dann, Silvester kann ich dieses Jahr halt auch ablatten. Silvester ist eigentlich so das Event, worauf ich mich normalerweise immer gefreut habe. Aber das hat Emma letztes Jahr... Oh Mann! Downflip verkackt! Das hat Emma letztes Jahr nicht gut verkraftet. Dementsprechend werde ich hier allein in diesem Zimmerchen abhängen mit der Katze. So, das war's. Also, ja. Sehr trostlos, die Scheiße. Ja. Ich werde Silvester auch nicht groß feiern oder irgendwie was. Sorry. Weil theoretisch ist bei uns halt Silvester immer eine Party und was weiß ich, aber ja, gehe schon seit Jahren nicht hin. Kannst du machen. Nee. Nur weil ich hier in dem Kabuff hier abhänge, heißt es ja nicht, dass du das machen musst. Boah. Ich hab diesen Daumenflip verkackt! Mann! Och, fuck. Ja, Map knackig. Zum selber zocken. Früh, Ares. Oh, diese Clips gehen mir ganz schön auf den Wecker, ne? Mhm. Unglaublich. Beziehungsweise diese Sprünge hier. Dampflip geschafft. Dach. Geil. Und den Sprung verkackt. Ja, willkommen in meiner Welt, das ist mir auch passiert. Also von pink auf grün, ne? Downflip, yeah. Ja. Downflip geschafft. Und Sprung verkackt. Nein.
Ja, ich merke schon irgendwie, du baust Scheiße, ich mach's nach. Sehr schön. Sehr schön. Das läuft. Wenigstens verkacken wir zusammen. Ja! Wuhu! Wupp, wupp. Oh. Ja, ich bin ein bisschen zu spät rausgesprungen. Nicht zu früh. Ich kam auf der anderen Seite an, aber viel zu weit unten. Dementsprechend ging da nichts. Okay. Oh, Scheiße! Oh ja! Ich hab's! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Nice. Oh fuck! Und zwar. Oh Scheiße! Ich hab schon wieder verkackt. Ich hab's gerade gesehen. Ich guck nach hinten. Oh nee, das wär's jetzt gewesen. Nee, bleib dran hier! Nee, ich versuch's! Okay, was hier? Wenn man so sieht, Was hier Phase? Ja. Ach so, das Ding. Okay, ja, verstehe. Ich erinnere mich. Bin ich ja sozusagen noch ein Anfänger, wenn man es so sehen will. Ja, kann man so sehen, ja. Komm schon, ne. Oh! Oh! Okay, ja. Alles klar. Da war ich nicht gut ausgerichtet. Also bei dem nächsten Teil schön mittig bleiben. Dann ist das auch in Ordnung. Ein bisschen nach vorne lehnen. Genau, nirgends anecken. So. Ja, der war erheblich besser, Ares. Sehr schön. Okay. Oh, lol. Okay. Ja. Ne, der zweite Punkt ist auf jeden Fall leichter als der erste. Habe ich den Eindruck. Da muss ich nicht viel machen. Okay. Einfach ein paar Wallride-Wechsel. Bam, that's it. Okay. Ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich mag diese Auffahrt. Ne, schon. Ja. Okay, klar, man muss die Wallride-Wechsel einigermaßen smooth nehmen. Nein. Oh, was ist denn jetzt mein Problem? Also Wallride-Wechsel normalerweise so easy peasy wieder. Ich merke schon, heute wieder so ein Tag, an dem ich es versemmel. Oh, fuck. Okay. Was machst du? Ja, ich habe gerade zweimal bei den beim Downflip wieder verkackt. Du schaffst das auch. Ich glaube, an diesem Punkt hier, wo ich jetzt bin, da warst du auch. Hat nur erheblich lange gedauert. Ja, das stimmt. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was da war. Wenn du da bist, erinnerst du dich instant. Ja. Oh, ist krass, ey. In Videos sieht sowas immer so unglaublich leicht aus. Ich musste eben ja erstmal die Map überhaupt raussuchen, ne? Und, shit. In Videos sieht sowas immer so unglaublich einfach aus. Ist es nicht. Hatte vorher noch mal ein Video gesehen. Und ja. Da war derjenige, glaube ich, nach 14 Minuten oder sowas durch. Ja. Richtig krank. Ich habe den Eindruck, dass ich da an der Stelle so unglaublich schnell bin. Also schneller als eigentlich nötig. Ich bin gerade so unkonzentriert. Ich will gerade irgendwie schnell machen. Hey, ich mach noch den nächsten Punkt machen will. Mach ganz geschillt. Es hetzt dich niemand. Oh. Wenn du es nicht schaffst, schaffst du es nicht. Ganz einfach. Du hast da nicht so den Druck. Das hier ist so eine Map, da reicht's, wenn einer beendet. Wenn du es bist, dann bist du es halt. Sehe ich mich gerade weniger. Sehe ich mich so in den Loser-Aufnahmen. Ja, wir haben die Level Russian nochmal aufgenommen.
Und Aris, wieder was Silber. Ich hab nicht beendet. Das Mäh hab beendet. Nach 5 Minuten. Kapi. Ja. Ist alles first. Oh, ich spring grad viel zu früh raus. Alles first. Mäh, dadurch genug. Ey. Oh. Ich weiß nicht, warum ich mich da so blöd anstelle. Es ergibt so gar keinen Sinn eigentlich. Okay, jetzt fängt langsam an, die Auffahrt mir auch ein bisschen auf den Sack zu gehen. Das ist nämlich die, wenn du zu schnell bist, löst du oben gegen das Element gegen. Nein, jetzt bin ich zu früh ausgesprochen. Kann aber der Map-Erbauer nichts zu, weil wegen Rockstar, ne? Wir kennen ihn. Also kein Vorwurf an dieser Stelle. Und dran. Schön. Oh, Downflip wieder geschafft, nun bin ich jetzt zu früh raus. Ich will gegen korrigieren. Dieser Container da ist richtig kacke. Weil, ja. Beste Begründung, oder? Ja. Oh. Ey. War schon wieder viel zu früh. Hey. No. Mensch. Schiss. Verschissene Auffahrt gerade. Lol. Jetzt geht's. Wie ich das denn gemacht habe, leckt mich am Arsch. Bist du da oder was? Nee, aber wie ich gerade diesen Flip genommen habe. Nice. Nein. Hey, Mann. Dieser Downflip. Ich habe auch ein bisschen auf. Ja, eigentlich, weil der so schräg ist. Ja, genau, aber das ist doch genau eigentlich die Hilfestellung. Eigentlich musst du doch gar nichts da machen. Meine Karre dreht sich halt manchmal irgendwie so bei X und dann drehe ich mich irgendwie nicht mehr zurück. Oh, fein, ich habe den nächsten Punkt. Boah, war das eine Geburt. Nice. So ein richtiger Etzwa-Punkt. Jetzt mal for real. Das ist so unglaublich einfach. Ich lege mich mal wieder vorwärts. Ich hab's geahnt. So, was ist jetzt hier Phase? Turnaround, okay. Okay. Aber wenn ich da jetzt rausfahre, da ist doch eine Bremse, oder wie jetzt gehen? Ach man, schon wieder zu früh rausgesprungen. Hey, Mann. Glaube ich verstehe. Einfach nur minimal nach oben. Aha. Ey, es kann doch nicht so. Ich fahr gerade so dumm. Nein. Okay. Also den nächsten Punkt, ich hab gerafft, was ich machen muss. Ja, ich hab gerafft, was ich machen muss. Ja. Doch schon mal gut. Ja, klar, aber trotzdem. Also eigentlich auch super easy. Wir müssen jetzt hier einfach nur. Oh scheiße. Ich muss jetzt hier einfach nur an dieser Stelle super clean Wallripe-Exit zeigen. That's it. Weil ich habe eigentlich nur gefühlte MG-Breite. Um da rüber zu kommen. That's it. Also abgesperrte Wallripe-Exit. Korrekt. Das Ding dabei ist, nur wenn ich die zu flach nehme, dann sagt die typische Rockstar-Kante, nö, kommst du nicht rüber. Das ist das Problem. Hey, komm schon, Sarah, was ist das denn jetzt? 17 Minuten an so einem lächerlichen Punkt. Oh! Oh! Second Man. Wuhu! Ja, und weiter als hier bin ich auch nicht gekommen im Stream. Aus Grund. Oh, scheiße. XYZ. Hey. Also, den nächsten Punkt habe ich nie erreicht. Oh, scheiße. Okay, es ist gar nicht so einfach, wie ich mir das jetzt gerade hier dachte. Oh, bitte. Flip doch, ey, mein Gott, ey. Aber so die richtigen Hardcore-Techniken haben wir jetzt bislang eigentlich auch gar nicht gehabt hier auf der Map, ne? Also... Mhm.
Okay. Ich komme da auf Teufel komm raus nicht durch. Warum ist das so? Och, schon wieder drüber, ey. Sorry. Das musste jetzt sein. Oh. Ja. Das war der Container aus Justice, der da kam. Der hat mich grundsätzlich auseinandergenommen. Okay. Wenn man weiß, oh lol, wie man das ein bisschen anfährt vernünftig. Ist die Stelle doch nicht so schwer, wie ich gerade dachte. Okay. Also ist ein bisschen Progress da, ne? Oder halt auch nicht. Ey, ganz ehrlich, Frau, ich sag ihm gerade, ne? Ja, ist ein bisschen Progress da. Das erste Hindernis, was da ist. Ja, die nimmt's mit. Ja, weil ich mich halt überdreht hab. Oh, oh. Ja, warte. Nein. Nein. Oh nein! Oh, das war so clean! Oh, das war so clean! Und mein Ziel auf lange Sicht hin ist es, wenn mehr Leute zuschauen, weniger Werbung zu schalten. Das ist auf lange Sicht übrigens der Plan. Weil ich das super nervig finde, ne? Auf YouTube Werbung finde ich immer so ein bisschen doof. Klar, Creator wollen damit Geld verdienen. Ist auch kein Geheimnis, denke ich, ne? Aber wenn einfach mehr Leute zuschauen, dann brauche ich im Endeffekt, um das gleiche monetär zu erreichen, brauche ich einfach dann nicht so viel Werbung. Das heißt, im Wesentlichen... Nein. Das heißt, im Wesentlichen brauche ich den Leuten damit dann nicht so auf den Senkel gehen. You know what I mean? Ja. Ist immer so eine Sache. Wobei ich auch sagen muss, im Verhältnis schalte... Ja, geil! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wobei ich aber auch sagen muss, so im Verhältnis schalte ich eigentlich sehr wenig Werbung. YouTube schlägt mir meistens so das Doppelte bis Dreifache an Werbeunterbrechungen vor. Und ich so, nö. Kann man da eigentlich auch unten lang? Ja, aber dann kommt man nicht mehr nach oben. Also es ergibt schon Sinn, da durch den Container zu kommen. Um dich mal gerade ein bisschen abzuholen. Ich muss hier eine lange Gerade fahren. Mit Obstacles drauf. Ja, das geht so leicht schräg nach unten. Dann muss ich einen angeschrägten Wallride-Wechsel machen. Dann sauber durch den Container durch. Dann wieder einen angeschrägten Wallride-Wechsel. Edwards. Und dann kommt eigentlich der Punkt. Also, die Punkte sind unglaublich schwer verteilt. Finde ich. Ist er da? Ja, ich muss mich gerade konzentrieren. Ja. 23 Minuten schon, ne? Ja, und das war so klar. Okay, ich habe sowas von verkackt. Aber irgendwie macht mir die Map Spaß. Ich weiß nicht warum. Irgendwie macht es mir gerade ein bisschen Spaß. Es ist ein Phänomen. Ich finde die Auffahrt richtig Müll, weil keine Ahnung, weil ich jedes Mal entweder zu weit fliege oder halt zu kurz. Echt? Ja, jedes Mal. Weil zu kurz habe ich nie gehabt. Zu weit. Ja, weil ich dann halt zu weit fliege, dann nehme ich halt Gas weg und dann fliege ich halt zu kurz. Ja, dann nimm kein Gas weg. Klingt bescheuert, ist aber so. Ich krieg diese Flippchen, muss ich noch früher? Es kommt mir so unglaublich verkehrt vor. Jetzt mal ernsthaft. Ja, es ist so klar. Oh, dass ich halt auch nichts sehe wegen dem Container. Boah, der war clean, Ares. So, jetzt schon rüber? Ja, easy. Hä? Hä? Okay, ist einfach die Stange. Einfach die Stange hoch. Hä? Das war ja super easy. Ich hab den Punkt. Okay, was jetzt? Nice. Schön. Jetzt ein bisschen nach rechts drehen. Bisschen nach rechts drehen. Ich drehe mich natürlich 2000 Kilometer. Okay. Okay, ja geil. Solche Auffahrten mag ich eigentlich. Bisschen nur nach rechts. Das reicht schon. Oh,
Nee, reicht nicht. Das war zu viel des Guten. Geil! Okay, da hinten kommt dann eine Koralle. Ich glaube, das war auch so mitunter damals der Grund, warum die Jungs so unverschämt lange für diese Map gebraucht haben. Okay. Nein, dieser Container bei den Sommerkindern. Der ist übel, ne? Ja, jetzt ist halt die Frage, muss ich den, weiß ich nicht, richtig clean nehmen, ja, oder halt musst nicht? Du. Ja, musst du. Definitiv. Also diese Auffahrt ist echt, ja, nicht geil. Endlich. So, ein bisschen nach da oben. Weiter, Ares. Okay, ich sehe schon, hier wird eins Koralski abverlangt. Die machen wir easy first. Nee. Aber was kommt dann? Was kommt dann? Ein bisschen Zeit lassen können sogar. Okay, Koralle haben wir. Wir sind wieder vorwärts. Wohin? Nach oben. Oh. Großer Schlitz. Nein, ich hab den russischen Schlitz verkackt. Nein, ich hab den Schlitz verkackt. Oh! Schade. Das tat richtig weh. Jo, wo bammst du mich denn hin? Das war jetzt bitter. Fuck. Oh Gott, deswegen. Ich dachte, der Bumper bumpt mich jetzt nicht. Hatte aber doch. Okay, nochmal nach oben. Da wird man uns loben. Das ist ein bisschen assi. Die Kante ragt hier leicht rein. Die habe ich jetzt mitgenommen. Ja. Okay. So eine Leitplanke. Ey, komm schon, Sarah, was ist das denn jetzt? Wie fahre ich denn? Aber das mit der Leitplanke bei mir. Das mit der Leitplanke bei mir war jetzt eher Meckern auf hohem Niveau, weil ich finde eigentlich. Ich weiß gar nicht, von wann diese Map jetzt ist, ne? Aber ich finde die trotzdem ziemlich gut gebaut. Also ich habe da jetzt nicht so ganz krass viel zu bemängeln. Die Auffahrt, wo Sarah jetzt noch hängt oder nicht mehr, keine Ahnung. Ja, natürlich häng ich da noch. Ja, so was natürlich denkst du denn? Auch nicht, dass du es hast und mich gleich überholst. Ja, genau. Träum mal weiter. Warte, ganz kurz. Oh ja, okay, Russisch jetzt direkt verkackt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah, doch, die Auffahrt. Dass die so ein bisschen random bei uns ist. Es liegt halt unter anderem A, natürlich an FPS, und B, weil Sachen im Editor von der Physik anders funktionieren als in der Open World, wenn du so willst. Was ziemlich traurig ist, weil, ne, ja. Das hat Rockstar, glaube ich, wirklich nicht raus. Es ist gerade bei mir einfach nur belastend, wirklich. Und wir können noch nicht mal was zum Trailer gerade erzählen. Der wird ja, wenn die Episode rauskommt, gestern gekommen sein. Boah, Futur 2, Alter. Leck mich am Arsch. Junge. Schade. So, mach jetzt mal sauber, Sarah. Was ist das denn? Hey, was ist denn mein Begehr, Alter, wegen dem Kack-Container? Und danach muss ich noch einen MC-Flip zeigen. Da darf ich da wirklich nicht die Nerven verlieren. Hey, hier ist. Also bist du schon am Ende? Ich weiß nicht, ob das Ende ist. Von daher. Super. Danach noch den MC-Flip. Ich muss den Russenschlitz machen. Also erstmal überhaupt wieder eine Gerade fahren, dann eine Koralle, die ziemlich easy ist. Theoretisch würde ich auch eine Arschdrehung gehen. Eine Arschkoralle! Ja. Dann nach oben,
ein bisschen, dann den Russenschlitz, dann MG Flip. Fuck. Und ja, ist das Ende der Map. Ist das Ende der Map, gerade gesehen. Da kommt nichts mehr dann. Halbe Stunde. Das ist doch für mich eigentlich eine gute Zeit. Ist doch jetzt nicht schlecht. Jetzt heißt es nur hoffen, dass die Jungs länger gebraucht haben dann. Ares. Ey, ich fahre mir so einen Scheiß zusammen, wirklich. Da ist ein Hindernis auf dem Wallride, ne? Natürlich nehme ich es mit. 33 Einmal Minuten geschafft und verkackt beim Scheißnächsten. Die Laune ist voll on point. Ich höre hier die ganze Zeit nur. Ja, tut mir leid, aber so dumm kann doch kein Mensch sein. Wirklich. Du hast so. Ja, sorry, wenn ich gerade so inkompetent fahre. Jetzt geht das wieder los. Oh, ja, was denn? Es ist doch jetzt so. Jetzt hör mal auf hier rum zu mimimin und konzentrier dich einfach, meine Güte. So schwer ist die Map nicht. Ehrlich. Das Ach, weswegen mache ich denn Mimimi? Weil sie einfach ist. Und ja. Ich halt gerade nichts geschissen bekommen. Ja, weil du dich nicht konzentrierst. Du bist viel mehr darauf gefokust, gerade zu meckern. Oh. Nein, ich habe den Schlitz geschafft und habe dann die MG verkackt. Ja. Ja. Und ja. Ja und ja. Perfekt. So, jetzt einfach ein bisschen konzentrieren. Dann sollte das eigentlich klappen. Ey, ich fress dort immer. Container. Bau doch noch gleich 50 Stück dahin. Wird vielleicht einfacher dann. Mäh ist happy. Ich hasse Container. Vor allem, weil man gefühlt in diesen Container reinspringt. Jetzt funktioniert die auch. Oh Mann! Alter. Aber die Jungs haben wohl damals in der Episode 71 Minuten gebraucht. Davon bin ich sehr weit entfernt. Ich lenk nach oben. Das ist das Einzige, was ich mir gerade wirklich zugute halten kann. Ich merke schon, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Jungs eine geilere Zeit haben. Was mache ich denn da? Ding, 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 ding. Flipper oder was? Wo sind wir denn hier? Nein! 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 Was ist passiert? Nein! No! Gott, Mann, das ist ein schöner Scheiß wieder. Was ist passiert? Russenschlitz geschafft, MG geschafft und beim Punkt gegen die Tube gedonnert.
irgendwo dort, ja doch, irgendwo dort hängen geblieben. Nein. Weil die Karre nach unten geballert ist, so ein bisschen. Und ich bin gegen die Tube gegangen. Ah, scheiße. Ey, ich wollte mich gerade dafür feiern, dass ich's hab. Shit! Ey. Aua. Ich könnte mir gerade selber in den Arsch treten, ne? Es ist unfassbar. Nein, ein bisschen zu früh. Mann! Also, so als Fazit kann ich jetzt schon sagen, Punkt 1 und der Punkt jetzt hier, an dem ich hänge, den schwersten Punkt. Der Rest ist eigentlich relativ gut machbar. Und die Punkte sind wirklich auch fair verteilt. Also man fährt jetzt hier nicht so gefühlt 5 Milliarden Jahre. Noch mal den Russenschlitz. Emschi. Hab's! Oh mein Nein. Gott! 45 Minuten und Danny Schäfer am Ziel, Junge! Ja! Easy. Gar kein Ding für King. Oh Gott! Boah, hab ich mich blöd angestellt. Das hätte ich auch nach 25 haben können, ne? Ernsthaft. Oh! Man, was macht's denn, man? Oh! Verkacken. Ja, da ist der Trick eigentlich nur dabei. Oh, ist eigentlich gar kein Trick. Du musst diesen ersten Wallride alleine schon richtig schön saftig nehmen. Das ist mir auch so oft passiert. Ey. Hey, Kamera, was ist denn jetzt dein Begehr? Ja, ich lenk mit der Maus und Maus sagt halt nein. Ja, dann lenk halt nicht da mit der Maus. Ja, funktioniert's auch nicht. Doch, gut. Muss da drauf achten, dass diese eine Mittellinie auch wirklich unter der Karre ist. Gas. Hey, Mann! So. Jetzt. Ja, wunderbar. Ein Daumenflip, dann hast du es. Ganz ruhig. Nein. Hast du. Nice. So. Da vorne einmal Koralle, bitte. So, jetzt kannst du dich wieder vorwärts drehen. Nach unten. Sehr schön. Jetzt kommt etwas, das kennst du bereits. Genau. Der Turnaround. Muss jetzt zurück. Genau, du fährst minimal nach oben raus. Ja. So. Und jetzt kommen die Flips, von denen ich gesprochen habe, dass die so clean sein müssen. Okay. Ah, du siehst, ne? Da hinten kommt halt auch direkt wieder Punkt. Also, das ist schon. Nicht so schmuck. Ist egal, funktioniert. Ich muss niesen. Nein, hör auf zu. Nein. Okay. Ja, dieses Ding macht dir gar keine Schwierigkeiten eigentlich, ne? Das ist schon mal ganz angenehm.
Ha? Ja, ja. Mäh. Ah, okay, hier war ich noch nie. Nein. Oh, Jemini. Okay. Den Tipp kann ich dir mitgeben, nicht nach unten lenken. Ziel genau dort auf dieses Teil. Oh. Die Karre will sowieso nach unten und dann kannst du immer nach oben korrigieren. Du wirst dich wundern, wie viel Traktion du im Wesentlichen dort hast. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht. Ah. Eigentlich ist das Geheimnis von dem Element vernünftig anfahren. That's it. Mein Gott, aber ich weiß nicht, soll ich gerade. Nee, wahrscheinlich ein bisschen von unten nach oben, ne? Nein. Nicht? Also gerade durch. Gerade durch. Du hast eine Krümmung da. Aber die geht doch sowieso nach unten. Du kannst es auch versuchen, dass du minimal nach oben anfährst, aber eigentlich ist es nicht nötig. Ich lenke nach oben und dann. Ja, tippel mal ein bisschen mehr. Okay. Noch mehr tippeln. Okay, ja, auf jeden Fall. Ich lenke vorher noch mal kurz nach unten. Das ist, glaube ich, ja, das Befehle. Ja, hör auf. Ja, darfst du nicht. An dem Element. Jetzt bin ich zu hoch gewesen. Ja, hier musst du ein bisschen mit der Lenkung arbeiten. Nur ein bisschen spielen. Okay. Da kriegst du dann auch das gleich hin. So, damit du es auch gehört hast. Den Sommerkind, den du da gleich machen musst, der ist schräg und den musst du wirklich on point machen. Sonst wirst du nämlich ein bisschen ausrasten. Okay. Aber wenn ich das... Oh. Hey, ich bin immer viel zu weit oben. Ja, dann versuch halt dagegen zu lenken. Der ist gut. Ja. Also natürlich kannst du auch nach unten lenken. Es ist aber erheblich schwieriger, weil es eine gerade ist. Ja, oder gefühlt gerade. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es ein Fünfer. Obwohl, nee. Ist gerade. Es ist viel, viel schwieriger, wieder dann nach oben zu kommen. Deswegen versuche ich dir, das so ein bisschen abzutrainieren, dass du da die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, links. Mann. Hm? Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt rüber, 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 rüber. Schön. Ganz ruhig. Nur noch die Schlangen. Einmal konzentrieren. Gut. Nach oben ein bisschen raushüpfen. Zack, hast du den Punkt. Geiles Match, Alter. Du bist am letzten Punkt. Okay. Willst du selber rausfinden oder willst du Calls? Ja, ich will erstmal selber. Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Okay. War das, wo ich meinte, oh, die Auffahrt, die gefällt mir. Oh, tschüss. Ja, aber... Okay. Mach deine Drehung dosierter, dass du einfach schon dann so... Ja, so ist fast gut, ja. Ich habe da auch ein paar Tries für gebraucht, bis ich das Feeling dafür hatte, aber es kriegst du auch ganz schnell. Muss ich mich ein bisschen nach vorne lehnen, damit ich besser drin komme? Nein, musst du nicht. Nein, musst du nicht. Der Speed greift dann. Siehst du? Oh, ja. Also du brauchst dich da, muss dich eigentlich nur darauf konzentrieren, eine schöne Rechtsdrehung zu zeigen. Und richtig schön in Schmuff. Oh. Da ja, kannst du dann übrigens auch vom Gas gehen, damit das mit dem Lenken ein bisschen besser klappt. Oh. Okay, das habe ich nicht einmal gehabt. Warum machst du da jetzt so langsam? Okay. Interessant! Kicken vielleicht die 60 FPS rein. Ja, sehr schön. Hinten weiter nach oben. Und dann machst du da schönes Koralski. Ja. Und das ist das, was ich meinte. Dass man da so ein bisschen droppt. Hier ruhig ein bisschen nach oben. Dass wenn du den Bumper erreichst, dass du minimal nach oben schaust, so quasi. Ja. Oh mein Gott. So, perfekt. Es ist eigentlich selbsterklärend. Oh nein. Oh ja. Okay. Mhm. Und da ist auch die, da ragt dieses kleine Stück Leitplanke drin. Eigentlich hast du da mehr als genug Platz.
Ich meckere nur über die Leitplanke, weil ich die einmal erwischt habe. Ja, die habe ich doch auch gerade erwischt. Du hast die Begrenzung erwischt bei mir. Die Leitplanke ist in dem Bereich drin, quasi. Danach kommt wirklich nur noch der Russenschliss, ein MG-Flip und dann bist du im Ziel. Wenn das nicht dein Ehrgeiz weckt, dann weiß ich auch nicht weiter. Wenn du es schaffst, kriegst du von mir eine frische Avocado. Meinst du, wenn ich den Try jetzt geschafft hätte, oder? Nee, generell, wenn du die Map schaffst, dann kaufe ich den Avocado. Echt? Ja, das wird das erste Mal sein, dass ich ja eine vernünftige halt, die man dann auch essen kann. Ne? Das ist so ein Insider aus dem Livestream. Also ich empfehle euch natürlich auch die Livestreams auf Twitch. Ist immer wieder lustig. Ja, nicht so krass nach unten lenken. Die Karre will automatisch nach unten. Weil wegen Schwerkraft und so ein Zeugs. Ja. Du siehst du? Ah, ja. Mann! Halt doch mal den Sabel, ne Spaß! Sag mal! Ja! Hallo! Fährt als erstes ins Ziel! Komm, hast dir verdient! Hallo! Kurz gar keine Hose! Alter, Schwede! Kurz gar keine Hose gemacht, Alter, leckt mich am Arsch! Ja. Oh, wir haben's! Leute! Okay, jetzt brauche ich ganz viel Liebe. Der Mäh hat ihre Challenge geschafft. Sie hat die Level Russian beendet, Freunde. Ja, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wenn das nicht eine positive Bewertung würdig ist, ne, dann weiß ich auch nicht weiter. Lasst ordentlich! Ordentlich Liebe in den Kommentaren, ja? Positive Bewertung, sagte ich ja. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Partner in der Gaming, Triebwerk und der Merch sind selbstverständlich verlinkt. Genauso wie die Map zum selber zocken, ne? 45 Minuten habe ich gebraucht. Ist mehr, ein bisschen länger. Ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich bin auf die offizielle Zeit der Losers gespannt. Das wird noch interessant. Und haut mir eure Zeit unten in die Kommentare. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schö mit Ö. Noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Macht's gut. Und ciao. Mäh.